können wir da im Workshop darüber sprechen, weil schlussendlich ist es also auch ein gewisses Gut-Feeling, was nun dann das Richtige ist. Sie haben das Bild vorher gesehen, Komplexität, also die Diabetes im Alter hat einfach tausend verschiedene Facetten und irgendwie sollten wir alles unter einen Hut bringen. Noch einmal, multimorbid, komplexe Probleme, Defizite, das sollten wir dann, wir möchten die Selbstständigkeit und die Kompetenz des Patienten möglichst lange erhalten. Wir möchten statt Defiziten Ressourcen, jeder hat nicht nur schlechte Seiten, sondern auch gute, wir möchten auch die Ressourcen finden, wir möchten Lösungen im Team und wieder die Stimme in die Hand stellen. Deshalb dieser Workshop Diabetes im Alter, Ressourcen finden und nutzen. Und ich habe schon jetzt mehrmals gesagt, das Ganze ist komplex und wir möchten die Situation irgendwie erfassen. Und es wäre natürlich gut, wenn die Beurteilung etwa einheitlich wäre und die Einschätzung. Und dass das ganze Team irgendwie das Gleiche versteht darunter. Und da gibt es jetzt Möglichkeiten, sogenannte Assessment-Instrumente. Assessment heißt eben erfassen, beurteilen, einschätzen und die Instrumente, Werkzeuge, Englisch oder Neudeutsch, Tools genannt, das sind zum Beispiel Fragebogen. Die meisten kennen den Mini-Mental State, auch die Mini-Mental State Examination, MMSE, das ist so ein Werkzeug, ich werde es Ihnen dann kurz vorstellen, den Uhrentest, den ich schon erwähnt habe, Geriatric Depression Score, Mini Nutritional Assessment. Und die werden, mit dem werden wir dann heute im Workshop arbeiten. Also, der Mini Mental State, oder Mini Mental State Examination, das ist ein Assessment-Instrument zur Feststellung kognitiver Defizite. Konkret, man macht ein Interview mit dem Patienten, stellt ihm präzise Fragen und er hat aber auch Handlungsaufgaben dabei. Der Test dauert etwa 5 bis 15 Minuten, je nachdem, wie gut der Patient mitarbeiten kann. Und da gibt es einen Teil Interview. Ich habe hier einige Fragen aus der Orientierung für die Orientierung rausgenommen. Wir fragen, welches Jahr haben wir, welche Jahreszeit, wo sind wir hier in der Ortschaft, auf welchem Stockwerk sind Sie hier, welchen Monat haben wir, verschiedene Fragen, die kann der Patient beantworten oder nicht und sammelt dabei Punkte. Gleiche Fragen über Aufnahmefähigkeit, Gedächtnis, Sprache. Und da gibt es noch Handlungsaufgaben. Zum Beispiel musste diese Figur abzeichnen. Dann auch das gibt Punkte. Und aus dem Ganzen können Sie dann einen Score ableiten und dann sagen, nach diesem Score ist der zerebral, kognitiv sehr gut. Oder Sie können sagen, das ist mäßig eingeschränkt oder stark eingeschränkt. Der Test hat Vorzüge, er ist sehr bekannt, in vielen Spitälern wird er durchgeführt. Er ist relativ einfach, aber vor allem in den frühen Formen kann er eigentlich nicht erfassen. Das gibt es an den Uhrentest, der ist dann hier, da geht es um Folgendes. Der Patient bekommt so einen Kreis und er sollte da eine Uhr einzeichnen mit allen Zahlen und Zeigen, die möglich sind, dass man die Uhr ablesen kann. Und da hat zum Beispiel ein Patient das gemacht. Auf eben die Zeiger, die 12 ist zwar hier noch richtig im Ort, aber die Zahlen sind auch nicht richtig. Und da gibt es auch wieder ein Score und das beurteilen und man gibt ihm Punkte. Er hat noch eine zweite Aufgabe zu lösen. Er muss in einem Kasten die Uhrzeit schreiben, nicht mehr analog, sondern digital wie im Fernseher oder im Zugfahrplan. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, das wird überhaupt verstehen, das gehört auch zum Test. Und dann schreibt er zum Beispiel 16:30 und das ist dann absolut korrekt. Oder er schreibt eben nichts oder er versteht es nicht und gibt keinen Punkt. Das
Sein Test prüft einen komplexen Handlungsplanung und visuellen konstruktiven Fähigkeiten. So wird der Test beschrieben. Geht etwa 2 bis 3 Minuten, hat wieder Vorzüge, relativ einfach, keine aufwendigen Hilfsmittel, nicht einmal ein Copyright. Frühzeitig ist relativ früh, wenn man alles richtig macht, ist man noch ziemlich brav im Kopf. Ein Professor Watson, ich habe die Originalquelle nicht, aber das bekommen Sie dann in einem Skript, hat den entdeckt, zuerst gemacht, und da gibt es einen Smish-Finish mit den Herren Thalmann, Stegelin und Brubacher, die dann diesen Test noch, also die Durchführung ist die gleiche, aber sie werden ihn etwas anders aus. Und meistens wird jetzt auch diesen Smish-Finish ausgewählt. Dann einen nächsten Score, der Geriatric Depression Score, um als ein Befragungsinstrument zum Erfassen von depressiven Störungen. Etwa 5 Minuten braucht man da Zeit, ist auch ein Interview, auch recht einfach, auch den Test werden die Fragen werden Sie sehen und wie das ausgewertet wird. Und last but not least, das Minimum Threshold Assessment für die Ernährung, ein Erfassungsbogen zur Ernährungssituation von Menschen über 65 Jahre, extra für ältere Leute gemacht, der ist 2-stufig. Man hat eine erste Stufe, das sind 6 Fragepunkte. Wenn die alle erfüllt sind, dann kann man das dabei beenden lassen. Wenn da ein Defizit rauskommt, kann man dieses Defizit noch mehr unterteilen und schauen, wo klappt es nicht mit der Ernährung. Dann werden noch 12 weitere Fragen gestellt. Auch mit also Zeit 5 bis 20 Minuten, relativ einfach und je nach die Quelle. Also, das ist das, was wir tun möchten. Also Ressourcen suchen für die Nutzen aus der Workshop. Es werden 2 konkrete Patienten diskutiert. Mit diesen Assessment-Instrumenten wird gearbeitet, um die Situation zu erfassen und irgendwie alle auf dem gleichen Informationslevel zu heben. Und dann ist dann natürlich die große Aufgabe, wie das geht an ältere Patienten, wie wollen wir dann konkret umgehen, wie sollen wir Ziele setzen und so weiter. Das ist dann eigentlich das, was ich im Vortrag jetzt so angetönt habe und wo es eben keine wirklichen definitiven Lösungen gibt. Wie gehen Sie das an? Da profitieren wir alle vom gegenseitigen Austausch. So, jetzt wünsche ich Ihnen einen interessanten, interaktiven Workshop.